Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin gerade mit dem Magier, also Beschwörer, am Leveln. Wir schalten gleich um auf Warzone mit dem Jäger. Aber zuerst mal noch ein paar Sachen. Ich bin jetzt hier auf fleißig Leveln, jetzt bin ich Level 40. Es wäre natürlich noch viel weiter, wenn ich einfach Zeit hätte. Ich habe ja jetzt momentan auch relativ viel Content zu bieten, also andere Videos, und die haben aber nicht so viele Aufrufe wie Champions of Regnum natürlich, aber trotzdem bin ich natürlich schon nicht gerade ein MMORPG-Zocker wie vielleicht andere spezialisierendere YouTuber, und deshalb kann ich einfach sagen, dass es bei mir halt nicht so schnell geht mit dem Warmaster-Sachen. Bringen jetzt mit diesem Beshi, der ist jetzt gerade in dieser Levelphase, wo es halt einfach sehr sich streckt. Und ja, es macht mir einfach auch ein bisschen mehr Spaß momentan zu leveln als Warzone zu machen. Das ist nicht, weil ich Warzone nicht gern habe, also nicht so gern habe wie Leveln oder so, sondern eher wegen der Internetleitung, weil es laggt zu sehr. Also, ich kämpfe lieber gegen Monster, weil die Monster nicht so unbedingt immer laggen wie halt andere Spiele, weil die Verbindungen nicht so gut sind oder der Server hat die Spiele auch am falschen Ort oder so Dinge. Also es nervt immer, dass ich eine Fähigkeit einsetzen will und dann steht, es ist die Gegner sind zu weit weg, dabei sind sie neben mir. In Augenhöhe, ja, Armdistanz. Und ich kann mit dem Bogen die nicht angreifen und so. Und so schlucke ich mich jetzt gerade, das wegen dem Asthma, tut mir leid. Also, dass ich da, ja, halt einfach Probleme habe mit, momentan auch gut spielen zu können, auch nicht immer sterben. Also, ja, dass ich mehr sterben muss, oder? Aber dass es halt einfach nicht so gut geht. Jetzt bin ich einfach mal am Morgen aktiv. Mal schauen, wie es am Morgen mit Lex aussieht. Ab gestern Abend ging nichts. Ich habe viermal versucht aufzunehmen. Und es waren immer sehr lange Lags, also dass die Gegner sich nicht bewegt haben und die Laufanimationen hatten und so. Und das war wirklich sehr schlimm. Aber das ist in erster Linie am Host, also am Hoster. Internetanbieter Swisscom. Die machen momentan echt viele Probleme. Ich muss auch immer den roten neu starten oder einfach unten rechts bei Windows mich kurz aus dem Internet ja, werfen und dann wieder einloggen. Und das ist natürlich schon ein bisschen demotivierend. Also nur zu wissen. Also, das können wir auch fertig machen hier. Gehen wir rüber und schauen, ob irgendwas los ist, aber es steht halt echt nicht viel im Chat noch, also kein Wort eingenommen oder sonst irgendwas. Es gibt halt wieder eine Folge oder zwei ohne Warzone, dafür dann immer wieder neue Warzone mit dem Jäger. Okay, da hat er jetzt mir immer gerade geschrieben, kann man das noch kurz schauen? Ja, immer nur Spanisch natürlich. Die kommen mir so spanisch vor, ich weiß es nicht, aber wir gehen jetzt mal zu einem Punkt. Jetzt geht es wieder besser mit der Stimme. Dieser dumme Schleim steckt mir immer so zwischen, also im Hals drin. Nail Padding könnten wir. Cheesecake auch. Nahora Region, Miss Cabas oder der Invadir. Wir sollten, glaube ich, hier warten. Also wir gehen jetzt mal nach Orcus. Orcus, nicht Orcus. Die Orcus sind irgendwo anders. Und schauen, dass wir einfach verteidigen können, oder? Ich weiß nicht, was ich noch messe. Also The Darkman BRBBRH ist online. Der kann halt nur Spanisch und ein bisschen Englisch, also könnte vielleicht mit ihm laufen, wenn ich ihn finde. Und ja,
Das sind alle. Okay. Alle auf einem Fleck. Ganz viele Pferde ineinander verschmolzen. American Leg, das ist natürlich die Tatsache, auch wenn ihr in Europa sind. Ja, ich finde ihn nicht. Der ist auch meistens im Handeln. Der ist leider nicht mein einziger Freund, der online ist. Ich bin immer noch so einsam. Na, shit. Ich habe schon viele, mit denen ich rede, aber halt im Part jetzt immer nur chatten. Ist natürlich nicht so toll. Vor allem schreiben, hör nicht. Und viele haben jetzt momentan auch Pause wieder. Ja, ich traue mich nicht natürlich dort runter zu gehen, deshalb gehe ich hier runter. Ja, 7 Schaden ist auch sehr gut. Mit dem Frostpaar ist das wahrscheinlich schon gut. Ja. Kann den immer noch nicht einholen und der ist schneller, also. Kommt die Pfeile. Ja, das ist wahrscheinlich von der Reichweite nicht so gut. Ja, der will super. Yeah, danke schön. Sonst hätte ich es nämlich vermasselt. Sehr gut. Ah, schön, schon die ersten Königgeister und eine Quest gemacht. Der andere ist weg. Aber gut, wir haben einen. Ja, genau, tanzen noch ein bisschen. Wie böse, ey. Wie böse. Ein bisschen auf der Leiche rumtanzen. Wieso machen das Spieler, ey? Das ist doch so böse, haben die kein Einzig. Ah, man muss doch die Gegner pflegen. Man muss drauf. Ja, okay. Dann bin ich noch böse. Nein. Scherz. Nein, das ist ein Spiel. Bitte nicht so böse sein. Ja. Gut, der lernt. Holla! Also, die wollen alle Invar machen, natürlich, dürfen sie. Sollte eigentlich sehr militantisch abgehen, aber wir sind natürlich schön locker hier. Das ist nur ein Spiel. meine oh. Ja, da sieht man, wie krank man sein kann. Ey. Es geht einfach nicht. Wenn ich geschlafen habe früh morgens, oder? Also es ist, weiß auch nicht, was für Zeit es ist. 9 Uhr gewesen vorher. Aufsteht und merkt, man hat Asthma, weil man einfach in der Matratze hocken muss und überall die Federn asthmatische Anfälle auslösen, dann fühlt man sich so richtig schlecht als Moderator von einem YouTube-Kanal. Weil man einfach nicht so richtig reden kann. Aber ich bekomme bald Hilfe und dann wahrscheinlich auch etwas zum Inhalieren oder so, dass es dann vor der Aufnahme dann weg ist. Aber momentan ist es schlimm wegen dem Frühling. Weil es überall blüht und eben ja, heute noch das Bett wechseln, also ja, das ganze Bett eigentlich wechseln. Und dann geht es eigentlich schon wieder besser. Aber es ist nur mal so. Wenn man irgendwie krank ist oder so, dann hat man Einschränkungen und ich weiß nicht, wieso es zurückgekommen ist, aber wahrscheinlich einfach eine allergische Reaktion gewesen. Und jetzt habe ich das wieder. Genau, okay. Ja, soll ich jetzt mit? Ich will schon noch etwas machen. Also, jetzt kommt viel mehr. Aber sie brauchen einige Zeit, um ja so richtig in Gänge zu kommen. Hä? Viele Spieler sind sowas von AFK. Sind bei Spotify am Lieder durchsuchen oder im Discord am Lesen. Ja, und bitte nicht die Bäume knutschen. Wäre auch nett. Der hat eine coole Rüstung.
Aiden Thunder Soul. Die Donnerseele. Oh. Cool. Hunter Grace, Tequila Beer. Alles ganz bekannte. Das sind alles Suchtis. Stellt euch mal vor, ihr seid hier 24 Stunden am Zocken. Es giert nach allen Warmaster Coins. Da ist der erste schon natürlich am Turm getroffen haben. Hallo, ist jemand hier? Niemand? Gut, werde ich nicht getroffen. Wenn viele Spiele da sind, wird man nicht getroffen. Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit. Gut. Für Manny, okay. Ja, ich schließe mal dem nicht an, weil niemand anders anschließt. Ich bin so der Zweifler eher. Ist da jemand? Nö. Wieso greifen Leute einfach so random an? Ich bin immer verwirrt dadurch. Ja, komm. Weil da einer ist. Ich muss ja nicht eben ganz vorne sein, deshalb warte mir lieber. Hey, lasst mich. Hey, ich will auch noch ein Stück abhaben. Mann, das ist wieder mit dem Weggehen. Ja, toll. Ich habe 34 Schaden gemacht. Mann, die Leute sind zu stark. Okay. Es geht noch einige Zeit bis Level 50, bis wir Warmaster Coins bekommen. Aber okay. Ich laufe nicht. Ich bin der faule Drache und gehe mit dem Leben. Okay. Passen schon hier. Hey, das Tor geht für uns auf. So schön, rechtzeitig. Ja, also einfach vor bewachen am besten. Also nicht so viel machen als 49er. Bisschen sperren. Ja. Ja. Also ein Ausschau halten. Nach Osten kriegen. 90 Meter nach Osten. Osten ist da, oder? Hm. Wo ist der scheinbar? Der muss irgendwo hier sein. Ja, es geht. Okay, es ist nicht mehr verbuggt. Und nochmal ein kleines Ding. Ich bin so effektiv. Ich bin der effektivste. Also, der muss irgendwo hier sein. Das ist ein Jäger wahrscheinlich. Okay, jetzt sind viele nach Norden, Südost, Süden und Westen. Das ist genau dort, wo wir nicht sind. Ja, gehen wir runter. Es bringt uns nichts, hier oben zu bleiben, weil die Leute nicht herkommen, die liegen. Hm. Ja, aber es ist schon viel los für den Morgen, hä? Also, mich freut es einfach, dass so viele endlich mal aktiver sind und so. Also, so November war es, ja gut, Dezember war wenig los, aber im Weihnachtsevent hat viel los mit den Weihnachtsbäumen. Im Januar war wenig los, glaube ich, oder? Im Februar war wieder recht viel los und jetzt ist absolut einfach einsame Spitze, wie viele jetzt gerade um 9 Uhr morgens aktiv sind. Das ist einfach cool. So, ein paar sind wieder weg. Die haben gemerkt, dass wir zu viele sind. Gehen mal mit. Sind halt Schützen. Ja, einige noch. Okay. Hm. Ich weiß ja nicht. Also, ich werde wahrscheinlich bald sterben, wenn ich so offensiv spiele. Ja, Westen, Südost. Südost kann vielleicht angreifen.
Aber nach Westen hat es zwei Magier. Nochmal schauen. Nach Nordwest. Was ist jetzt das für ein... Ah, das ist immer die Flagge, glaube ich. So, das war doch eine Einladung. Was hört man, wenn jemand anders einen einladet? Zum Klären? Okay. Ja. Ah, vom Clan her, genau. Vom Clan her. Auf den Baum kann man hingehen. Silok. Markus kenne ich. Der Tornado ist auch ein Megasuchti, auch immer da. Elora Sternenschweif, das ist doch ein toller Name. Der Germany, der germanische. Ah. Ja, Sternenschweif ist so ein schönes Wort. So ein sanftes Wort. Ja, gut. Die kommen nicht. Machen wir noch 4 Minuten. Wenn nichts passiert, beende ich den Part nach 20 Minuten, sonst mache ich einen 30er Part. Und eben, ich werde noch im Titel schreiben, dass es halt jetzt einfach nicht so viel geht. Ich eher auch leveln möchte und das möchte ich jetzt nicht unbedingt so zeigen. Aber ja, ich müsste den Barbar eigentlich ready machen für das. War es so ein Ding, aber ja, ihr wisst, dass Barbaren eigentlich immer sofort sterben, wenn sie nicht gut equipped sind. Ihr dürft gerne entscheiden, soll ich den Barbar jetzt wirklich Level 60 machen? Soll ich den Jäger spielen, damit wir Content haben, das ich zeigen kann? Oder soll ich den Beshi dann einfach noch hochleveln und dann zeigen? Oder eben Beshi halt nicht so viel hochtreiben und Jäger zeigen? Oder halt den Barbaren nur spielen und wenig zeigen. Es ist halt einfach, je nachdem, wie viel Zeit investiert werden muss, für mich halt schwierig, ja, je nachdem Content zu bringen von Regnum. Also, beim Barbar wird es lang dauern, also der braucht noch lange bis Level 60. Beim Jäger, der kann immer, also da kann ich viele Videos machen vom Jäger. Vom Beshi würde ich gerne noch ein bisschen warten. Ich bin Level 40 jetzt. Ich würde gerne bis 45 oder 50 warten. Also noch leveln müssen. Und das geht halt recht lange, weil die Phase von 40, also von 37 bis 45, ja, eigentlich bis 49 ungefähr, geht extrem lange für mich. Also das ist einfach langweilig am Strand zu leben. Und beim Ding eigentlich auch, beim Vulkan. Es ist einfach, dass ich nicht so durchgehend immer leveln kann, weil es mir zu langweilig wird. Naja. Kann man auch nicht viel machen, aber es passiert echt nicht so viel. Wir könnten noch zum Menü gehen, aber dafür muss ich auch ein paar Begleiter haben. Also wenn ihr selber spielt, könnt ihr gerne meine Begleiter manchmal spielen, damit schneller etwas geht. Aber der ist jetzt sehr mutig gewesen, aber den habe ich nicht gesehen. Okay. Der war sehr nah. Also ich hätte zu viel Angst. Also Ignis ist bei Syrtis, okay. Und wir werden in Ruhe gelassen. Ja, es ist manchmal so, dass echt nicht viel los ist, obwohl viele Spieler da sind. Ich habe halt viele Spiele, denke ich mal, auch nicht gesehen, wo sie hinlaufen, oder? Es sind nicht mehr so viele Spieler, wie wir hingeritten sind hier. Ja. Der Brief habe ich schon bekommen, okay. Könnten wir noch vorbeischauen. Zuerst möchte ich nochmal kurz schauen. Nach West, Nordwesten. Die Richtung 150 Meter. Ja, dann greife ich mich an. Der hat so eine geile Rüstung. Also, er sieht schon ein bisschen hässlich aus mit den Sichtlöchern im Helm. Aber das Schild finde ich so schön. So ein sanftes Schild. Ja, nicht die Gegner verletzen, wenn man ihn in die Fresse haut mit dem Schild.
Und diese Helm ist creepy. Ach, wie geil. So ein Spiel hatte ich ganz lange Zeit immer gewünscht. Dann war 2016 Regnum in die Closed Beta gegangen, oder? Und ich war so mega süchtig. Aber ich war so langsam im Leveln. Ich habe eigentlich kaum gelevelt. Ich habe immer nur gequestet. Und es gab ja damals wirklich wenig Quests. Und habe einfach mit Kollegen gespielt und so, haben wir immer wieder neu anfangen müssen, weil die Kollegen natürlich da auch gesupportet wurden und so. Und nach einiger Zeit war ich dann ein bisschen Game Master, weil ich ja meine Empfehlungen und so immer wieder gezeigt habe. Damals war ich so und habe mich immer empfehlen lassen, weil ich auch ein bisschen weiterkommen wollte als heutzutage. Und ja, es war wirklich ein langweiliger Beruf. Es war überhaupt nichts Besonderes, Game Master zu sein. Immer wieder Events machen. Und die Events waren eigentlich immer langweilig, weil ich immer ständig warten musste auf Spieler. Und deshalb machen Game Master wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Weil halt die Spieler jetzt nicht unbedingt genau das wollen, sofort machen. Die wollen nicht. Also, ja, die Game Master wollen vor allem, dass alle bereit sind, oder? Und ich war da nicht so und dann wurde ich dann wieder gekickt. Also ich wurde plötzlich dann wieder entlassen. Ich habe gar nichts gesehen. Niemand hat mehr Ding. Ich habe extra echt mega gut gelernt, also ja, nicht Spanisch, Englisch zu lernen. Aber, oh, ich habe sehr viel bekommen jetzt. Ja, den kann ich nicht mehr reichen. Hassmaske, das ist ein Deutscher, oder? Ich denke schon. Der Hassmaske. Ist der Bruder vom Husky? Vielleicht ist es ein Husky. Aber es tönt irgendwie wie Hassmaske. Hassmaske. Husky. Ist doch süß, oder? Dann ist der Name nicht so böse. Okay, es ist ja böse zu ihm. Es ist gar kein Ding. Aber finde guten Namen. Ist irgendwie Hello wie in Stimmung heute mit dieser Maske von dem einen Magier, der da, Merin. Das ist ein Hexenmeister, wie ich gedacht habe. Und der Stab ist recht Halloween. Aha, cool. Also heute haben wir mehrere Kills abgesandt, also nicht gemacht, wie immer. Aber ja. Da haben wir noch einen Kill. Ja. Eins. Zwei, drei, vier. Ja. Vier Kills gemacht. Oh Gott. Für alle anderen. Du Drago bist nicht gut. Du hast viel zu wenig gemacht heute. Aber okay. Dann gehen wir weg von hier. Hä? Ich muss leider die Leute wieder im Stich lassen. Ich habe Arbeit. Arbeit am Gamen. Nochmal kurz Feinde aufspüren. Ja, es sind schon viele noch hier, aber Nordwest. Ja, es ist doch in die Richtung. Nordwest. Okay, und ja, komm, wir machen nochmal. Wenn die schon wieder angreifen, machen wir nochmal. Ich bin doch der nette Let's Player, der einfach längere Videos macht, weil das passiert. Der läuft einfach rein. Brain of cover da, Brain of car. Ach Mist, funktioniert wieder nur. Wieso schießt du nicht? Ich habe zu wenig Reichweite, ich muss unbedingt irgendwie an Reichweite kommen. Gibt es Items mit Reichweite? Also wirklich auf den Items? Ich weiß. Also ich habe es noch nie gesehen. Also scheinbar nicht. Wenn etwas nicht zu sehen ist in der Regnung, gibt es nicht. Ja, wahrscheinlich gibt es doch. Aber. So, wir sind. Hey, wir sind heute gut. Fünf Gegner besiegt, oder? Sechs? Sechs Gegner besiegt, okay. Sechs Gegner besiegt, wir sind heute gut. Ich bin so ein Noob, ich weiß. Aber, na toll. Es ist immer so, jetzt sterbe ich noch, weil ich natürlich auch einen Stich gelassen werde.
Hey Leute, so lange müsst ihr wirklich nicht mich stunnen. Nein, ich will heute überleben. Heute will ich mal überleben. Aha, herzlichen Dank, liebe Leute, ihr habt es noch beinahe vermasselt sonst. Es ist wirklich diese Inaktivität manchmal. Man denkt so, ja, die Spiele sind wirklich aktiv. Man könnte jetzt wirklich auch noch ein bisschen offensiver spielen und dann plötzlich wird man wieder in die Tatsache, in den Boden der Tatsachen gezwungen, weil die ja, Leute mir nicht helfen, also nicht helfen können, weil sie auch nicht so in der Nähe sind dann plötzlich wieder oder zu wenig aktiv sind, zu wenig Hexen-Wäschis sind und ja, man muss immer so abwägen, aber ja, so richtig gut spielen kann man halt nie, weil man halt dann immer wieder Probleme hat mit, ja, Tens und so Sachen. Tschüss. Du musst dich nicht hier ausloggen, das ist gefährlich. Boah, ich hätte den angreifen sollen. Mann, der hat sich eingeloggt, der kann nicht gespielt werden. So, jetzt haben wir ihn markiert. Komm. Geben wir noch ein bisschen Unterstützung. Genau. Nochmal ein Schlag. Und dann noch Stun. So. Ja, der ist schlecht aufgewacht. Leute, ihr müsst manchmal in Regnum halt irgendwo euch ausloggen, wo ihr nicht angegriffen werden könnt. Weil wenn ihr nur so einloggt, oder falls ihr Crash habt, so kann man hier nichts dafür. Aber so Sachen, ja, würde ich ja gerne nicht ausnutzen. Ich würde den gehen lassen, weil ich ja so netter bin. Aber wenn jetzt die schon angreifen, greife ich natürlich auch an. Wie kommt man jetzt hier hoch? Ganz genau. Jetzt. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und bis zur nächsten Folge oder bis zu einer anderen Folge von mir und den anderen Leuten. Ich schaue ein bisschen Disney Plus. Ein paar Kinofilme oder so. Also, ja. DVD, Blu-ray-Filme. Auf Disney Plus, also ohne DVD oder Blu-ray, genau. Und. Oh. Ja. Habt's gemütlich. Tschüss. Bis nächstes Mal.